wieder mal viel zu lang. Sehr spannend auf jeden Fall. Komm. Und bis bei allen. Hallo. Hallo Flimmern. Wenigstens der Himmel einigermaßen okay aus. Vielleicht kann ich mir irgendwie Grafikmodus so runterladen. Vielleicht wird dann das Flimmern besser. Das wäre doch mal was. Ah, wir laufen jetzt. Ah, wir können jetzt ja automatisch mitlaufen. Ist das nicht praktisch? Da muss man muss ich mir nicht mehr die Mühe machen zu laufen. Ja. Wäre auch zu kompliziert, wenn ich jetzt selber laufen müsste. Ich bin unsichtbar. Ja, mein Gott, was ist das denn wieder für eine Mission, ne? Wieder mal hinterher latschen. Es passiert nichts. Die schauen ja nicht mal mehr. Das ist überhaupt keine Herausforderung gerade. Das ist einfach kotzen. Das flimmert. Flimmert nicht immer. Flimmert's gerade. Bing, 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 bing. Jetzt geht's los. Wir gönnen uns den hier. Oh, Attacke. Au. Das tat weh. Und zack, und zack, und zack, und zack, zack, so. Das war schön. Mindestens ein Quadrat der Gesundheit beibehalten. Ja, habe ich geschafft. Was, volle Synchronisation? Achso, habe ich nicht geschafft. Das war aber scheiße, so. Hier wird es irgendwas geben, ne? Ja, okay. Hallo, Junge? Brechen. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Was ist denn los? Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Ich verstehe, nein, verstehe nicht. Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen. Gönnen wir uns erstmal den, ne? So, das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Das gebe ich hin. Schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Dingchen. So, also gut, Il Carnefice kontaktieren. Ja, volle Synchronisation habe ich gerade eben nicht geschafft. Das war ein bisschen blöd. Dass ich einmal getroffen wurde, weil ich einmal getroffen wurde. Hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. So. Okay, lass das da mal da hoch, bitte. So, jetzt sind wir in bösem Gebiet. Aber wir können ja einfach hier aufs Dach. Wir haben kein Problem. Il Carnefice. Wo haben wir ihn denn? Wir versteckten Klinge töten. Angriff! Hohoho. Up. Das ist der Opfer. Die ist gedrickt. So. Ach. Hübscher Junge. Oh, da hast du aber echt viel zu sagen, ne? Da hast du echt viel zu sagen gerade. Wow, Ezio. Diese Worte. Ding. Diesmal geben wir das Schwert. Ziehen es. Lass mich gefälligst los. Und jetzt geht's los. Zack. Und jetzt geht's los. Au. Au. Zack, jetzt komm. Ja. Oh. Keine Dings. Komm, ich treffe ihn mal. Au. So, jetzt komm, holen wir uns hin. Zack. Und ich lasse sie auch nicht am Leben. So, die kann man doch looten, oder? Erstmal alles looten. Das ist das Wichtigste. Medizin voll, Gift voll.
Medizin voll, Wurfmesser voll, Kugeln voll. Ja, schön. Okay, ich dachte jetzt, da kriegt man irgendwelche Sachen, so. Ich heile mich mal. Slotter kriegen, genau sowas. So, jetzt kann ich Medizin wieder looten, oder? Medizin plus 1, Dankeschön. So, und jetzt gehen wir zu Machiavelli wahrscheinlich. Hier habe ich schon irgendwie eine Karte? Ah, wunderbar. Muss ich die Dinger dieses Mal aufdecken? Gibt's doch, hier gibt's Aussichtspunkte. Hier ist auch ein Aussichtspunkt. Gehen wir erstmal zum Duomo. Hallo. Hallo. So, nehmen wir den auch noch mit. Vielleicht gibt's Kohle. So, Medizin, Wurfmesser. Wir bleiben auf den Dächern, glaube ich. Meistens der schnellere Weg. Wo ist denn die Duomo? Da hinten? Ist es? Nee. Oh, hallo. Ich freue mich, wenn ich lange Stangenwaffen habe und sie dann schön werfen kann. Das Switch. Es wird nur Spaß, sie Geld werfen. Alles klar. Hi, Mokobalü. Get. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Ah, ja. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Aha. Alles klar. In das Gerüst werfen. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Mhm. Tue ich das je? Zu einem Waffenschmied folgen. Okay. Aber da ist ein Dieb. Ist ein Dieb direkt vor uns. Der will mich bestehlen. Da wartet er ja nur drauf, hä? Wartest da nur drauf, hä? Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Huch. Alles klar, oh. Ich habe der ist immer noch da. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Borgia. Kann ich euch helfen? Grazie. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Mongo, Alter. Was soll ich jetzt hier machen? Das Stilett und die römischen Schulterteile beim Schmied kaufen, okay? Also Rüstung, römische Schulterteile. Und das Stilett. Dankeschön. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Ben, du kannst die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregion. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer der schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Ah. Er tötete seinen Bruder. Weg! Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Deckst du das wieder weg? Die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Ich kann wieder Spiele irgendwie rauskommen. Die Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heeres. Was Cesare. Er im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Was ist denn los? Oh, eine Flagge. Müssen wir noch eine Flagge finden. Ich habe Bewunderung in eurer Stimme. Er versteht es. Das machen wir auch noch, glaube ich. Ich glaube, wir machen es einfach. Versuchen einfach alles uns zu gönnen.
So, wir sind da. Muss ihn in ein Gerüst werfen, den Mongo. Oder? Was ist denn hier? Was ist hier denn los? Nicht in ein Gerüst werfen? Hallo. Wo laufen wir denn hin überhaupt? Das ist irgendwas Schlossenes. Rote Gebiete auf dem stehen und Einfluss der Borgia. Okay, wir gehen dahin. Wir gehen jetzt doch da rein, oder? Das rote Gebiet und befreien es. Da war doch alle irgendwas. Da, ich sehe ja den Hauptmann schon, stimmt. Das wird der Hauptmann sein. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Ja. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Mhm. So. Das geht nicht. Ich muss den ja in ein Gerüst werfen, ne? Oh, das war's. Ja, das war scheiße. Au. So, jetzt geht's los. Komm. Nein. Oh, dankeschön. Okay, gut, komm, komm. Ah, nein, ich wollte ihn Eier aufheilen. So. Nein, hör auf! Kontergriff. So, jetzt dreht mir einmal. Und dann schmeiß ich ihn in das Gerüst rein. Komm! Geht doch! So. Das war gut. Das war gut. Ich gehe wieder auf das da. So, haben geschafft, was wir wollten, ne? Ins Gerüst rein zu schleudern. Da kommen wir auch hoch. Da kommen wir auch wieder runter. Sehe ich gerade. So, das müssen wir. Oh, da wären leider gewesen. Ach, zu Machiavelli zurückkehren? Ach so. Ja, das ist ja langweilig. Was meint denn hier? Ah! Ah! Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ah ja? Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Alles klar, ich warte.